90,3% aller Nutzer, die meine Videos schauen, haben mich noch nicht abonniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn das, was ihr seht, euch gefällt, denn damit unterstützt ihr mich. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Willkommen zu einer neuen Modvorstellung. Heute möchte ich euch den Steyr 8075 RS2 Basisversion in der Version 1.0 vorstellen. Wir haben 93 Downloads heute sowie 202 gesamt. Die Beschreibung ist sehr ausführlich und sehr lang. Da möchte man sich, wenn man sich das durchlesen möchte, das einmal selber auf der Seite machen, da die zu lang ist zum Pausieren. Überspringen wir den Teil auf jeden Fall mal. Kommen wir zu der Änderung. Version 1.0.0. 21. Februar 19.53 Uhr. 9 Bilder. Und dort schauen wir einmal kurz rein. Für einen ersten Überblick, was uns erwartet. Hier sieht man schon, was damit gemeint ist. Wir haben keine Videos vorhanden. Die Credits, die sind ausgefüllt. Wer sich die durchlesen möchte, einmal kurz pausieren. Die Datei ist 32,1 MB groß. Wir haben 5 Sterne nach einer Stimme. Es wurde sich einmal bedankt, der Mod wird einmal beobachtet und der User 114 Mal. Und ich würde sagen, wir schauen uns den Mod in-game an. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, wir werden uns den Mod jetzt in-game anschauen. Und zwar ist der Steyr unter der Kategorie Kompakttraktoren anzutreffen. Wir scrollen einmal durch, hier ist er für 15.500 Euro mit 47 kW und 64 PS sowie 60 Liter Tank und einer Geschwindigkeit von 37 km/h. Wir können beim Design zwischen Nein und Anbau, also weiß ich nicht, auf jeden Fall Frontlader noch, Aufbau für 1.800. Dann können wir den Frontlader aufbau plus Türen, weil standardmäßig haben wir ja keine Türen. Dann gibt es natürlich noch mehrere Konfigurationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das wäre jetzt Standard ohne Türen, ohne Frontladeranbau. Und wenn wir das Nonplus Ultra rausholen wollen, ach was, okay, dann kostet uns das 1.800 Euro. Dann haben wir vorne eine Möglichkeit etwas anzuhängen und einen Frontlader, aber allerdings keine Türen. Wir wollen aber natürlich Türen, das heißt, wir gehen eine Kategorie weiter und haben dann, jetzt haben wir alles, sorry dafür. Frontladeraufbau können wir hier nochmal separat mit Stoll Super 1 und Nein. Da nehmen wir natürlich dann nochmal den Stoll Super 1 Aufbau. Und bei der Reifenvariante können wir zwischen Standard, hinten Zwillingsbereifung, vorne normal, vorne Breitreifen, hinten Zwillingsbereifung und Breitreifen. Und nochmal Breitreifen. Das sind die Varianten. Wir werden jetzt mal das Maximale rausholen. So, dann kommen wir auf einen Kaufpreis von 24.544 Euro oder einen Mietpreis von 1.251 Euro. Wir werden uns den mieten. Da hinten steht das gute Stück. Oh, ja, wunderbar, müssen wir ein kleines Stück gehen. So, hier steht das. Gucken wir uns den mal an. So, das sieht ja schon mal vom ersten Blick ganz gut aus. So, wunderbar. Gucken wir mal. Ja, ein bisschen runter und guck mal quasi unter den so ja sieht soweit ganz in Ordnung aus. So, jetzt würde ich sagen, sorry, dass ich so oft so sage, keine Ahnung, jetzt steigen wir einfach mal ein und hören uns den Startsound an. So, da haben wir den Startsound auch gehört. Gucken wir mal, haben wir Sonderfunktion eingebaut? Nein, haben wir nicht. Dann testen wir erstmal die Hupe. Alles klar, wir haben ganz normales Fahrlicht und das war's auch schon. Okay, mehr Licht haben wir nicht, also ganz normales Licht, kein Arbeitslicht oder sonstiges. Dann würde ich sagen, keine Rundumleuchten, einmal den Innenraum angucken. Sehr verschwommene Texturen meiner Meinung nach und sonst sehr minimalistisch ausgestattet. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Den Mod zeige ich euch jetzt auf der Niederbayern-Karte, wenn ich downloaden möchte. Das war mal ganz lustig. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, hier so eine Steige hochzufahren, dann machen wir das doch mal. Wunderbar. Ah, das Fahrverhalten ist ganz in Ordnung. Kann man auf jeden Fall nichts meckern. Wenn ihr Lust bekommen habt, den Mod selber zu spielen, der Link zum Download des Mods ist in der Videobeschreibung. Runterladen, ins Spiel reinmachen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod. Wir sehen uns bei einem weiteren Video. Ciao, Leute.